Immer wieder schlagen sich Christen mit dem Problem herum, dass sie nicht verstehen, was Gott in ihrem Leben eigentlich tut. Sie sagen, ich verstehe nicht, warum Gott mich solche Wege führt. Ich verstehe nicht, warum er gewisse Dinge zulässt. Ich verstehe überhaupt nicht, was in meinem Leben abgeht. Ich bin ein Kind Gottes. Ich lebe nach seinen Maßstäben und trotzdem geschehen mir Dinge, die ich nicht verstehe. Weißt du was? Die gute Nachricht ist, du brauchst es gar nicht zu verstehen. Du brauchst Gott nicht zu verstehen. Ja, du kannst ihn gar nicht verstehen. Er ist der Schöpfer des Universums. Wie willst du als beschränktes, menschliches, irdisches Wesen ihn verstehen? Denk doch einmal darüber nach. Wenn du alles verstehen würdest, was Gott in deinem Leben tut, dann hättest du einen ziemlich kleinen Gott. Stimmt's? Ein Pastor hat neulich mal gesagt, wenn du alles nachvollziehen kannst, was Gott in deinem Leben tut, hast du eigentlich einen Gott nach deinem Bilde. Einen Gott nach deinem Bilde. Aber das ist wahrhaftig nicht das, was wir wollen. Wir wollen den Schöpfer des Universums als Herrn und Vater haben, als unseren Gott haben. Und wir können ihn nicht wirklich verstehen. Und wir können auch seine Wege und seine Werke in unserem Leben nicht wirklich verstehen. Es ist gar nicht notwendig. Die Bibel sagt, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Gedanken, Gottes Wege, auf denen er uns führt, gehen auf einem völlig anderen Level als unsere Wege und unsere Gedanken. Und es ist gut, wenn wir ihm vertrauen, einfach vertrauen, dass wir sagen, Herr, ich verstehe dich, wie du uns führst, ich verstehe nicht, was in meinem Leben geschieht, aber ich akzeptiere, dass du mein Vater bist, mein Versorger bist, derjenige bist, der mich segnet und dass du mich letztlich einen guten Weg führst. Bemühe dich nicht, alles zu verstehen, was Gott in deinem Leben tut, sondern komm an den Punkt, dass du ihm vertraust. Vertraust, dass er dich gut führt. Die Bibel sagt, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Oder noch ein Wort aus dem Psalmen, wie groß sind deine Werke, Herr? Sehr tief sind deine Gedanken. Wie groß sind deine Werke, Herr? Das wünsche ich dir, dass das in deinem Leben geschieht, dass die Werke des Herrn groß sind, größer, als wir mit unserem menschlichen Intellekt verstehen können. Du musst ihm mit dem Herzen vertrauen und nicht erwarten, dass du ihn mit dem Intellekt erfassen kannst. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.